Nun folgt noch meine kurze Zusammenfassung und mein kurzer Rückblick zum Queen Games Presseevent. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen ja zu diesem kleinen Rückblick- und Zusammenfassungsvideo zum Queen Games Presseevent. Am vergangenen Sonntag waren Georg und ich in Bonn bei Queen Games eingeladen, einfach die Neuheiten des Herbstes 2018 Probe zu spielen, gemütlich mit Verlagsvertretern zu reden und uns natürlich auch mit Bloggerkollegen auszutauschen. Das Ganze hatte so ein bisschen für mich so wirklich den Charme eines Klassentreffens, wobei das letzte Klassentreffen war dann so gefühlt Merseburg. Ja, man sieht bekannte Gesichter wieder, die ganzen lieben Kollegen, sei es von Klickenabend, die Brettspielgeeks oder endlich mal Thomas, den Brettspielhero, persönlich kennengelernt. Das ist einfach schön, wenn man so den ein oder anderen Bekannten aus der Szene einfach wieder trifft. Man unterhält sich nett, man tauscht sich aus. Es ist einfach ein tolles Event gewesen. Das Ganze dann auch noch ja, bekocht worden mit indischem Essen vom Queen Games Chef höchstpersönlich. Es war super lecker, es war umfangreich, reichhaltig, echt genial. Also es hat an nichts gefehlt. Die Grundlage war gelegt quasi für einen tollen Tag voll mit Brettspielen. Und jetzt möchte ich einfach nochmal ein bisschen meinen Senf zu den Neuheiten geben. Ihr habt vielleicht bereits schon die Videos gesehen, die Kurzerklärung zu Skylands. Das hat dankenswerterweise der Frank von Queen Games übernommen. Und auch die Kurzvorstellung zu Merlin, zur Erweiterung Arthur, die haben wir uns tatsächlich auch gar nicht dort angeguckt. Die lag zwar aus, dass wir sie hätten spielen können, aber da war eigentlich die Zeit nicht dazu. Da vorgesehen war 2 Runden Skylands, eine Runde, also einmal die leichte Seite, die Einstiegsseite, einmal die etwas komplexere Seite, eine Partie Bastille, das Kennerspiel von Queen Games und dann quasi das Kennerschräger-Expertenspiel Franchise. Da war sogar der Autor höchstpersönlich mit da und hat das Spiel erklärt und wir haben natürlich die Gelegenheit auch genutzt, ihn direkt zu interviewen. Das Interview seht ihr am kommenden Donnerstag. Ja, zu Skylands. Skylands ist ein Familienspiel, was mich im ersten Moment so ein bisschen auch an Carcassonne erinnert hat. Wir haben unsere Insel verloren, unsere kosmische, und jetzt versuchen wir diese fliegende Insel wieder aufzubauen, stückweise. Es stehen dafür 4 Aktionen zur Verfügung und es erinnert auch so ein bisschen an eine Mischung von Scythe und Puerto Rico, denn wir setzen unseren Marker, unsere Spielfigur, auf eine der Aktionen, führen die Aktion aus, allerdings dürfen alle anderen die gleiche Aktion ausführen, nur mit weniger Vorteil, also ein bisschen schwächer. Soweit der Vergleich zu Puerto Rico. Und warum Scythe? Ganz einfach, wenn ich wieder am Zug bin, muss ich meine Spielfigur umsetzen auf eine der anderen 3 Aktionen. Ich kann das einmal im Spiel verhindern, das kostet mich aber gleichzeitig auch 2 Siegpunkte. Ja, was machen wir? Wir können Plättchen an unsere Inseln anlegen, wir können Arbeiter auf vollständige Inseln führen, das heißt, je größer die Inseln tatsächlich sind, desto mehr Arbeiter kommen. Wir können auch die Insel erweitern, indem wir nicht zufällig 5, also Plättchen, Spieleranzahl plus 1 aufdecken, also im 4-Spieler-Spiel 4 Plättchen, sondern gezielt Plättchen aus einer offenen Auslage kaufen. Diese Auslage unterscheidet sich, ob wir die Einsteiger-Variante oder die fortgeschrittene Variante spielen. Und die 4. Möglichkeit wäre, Kristallminenarbeiter in die Städte zu holen. Diese generieren uns Energie in Form von Siegpunkten und die werden dann abgegeben. Genau, das Kaufen von Plättchen kostet uns natürlich auch Arbeiter. Und so hat jeder quasi immer die Möglichkeit, sowas seinen Zug durchzuführen, auch ein bisschen zu gucken, was machen die anderen, vielleicht auch im Zug der anderen entsprechend gute Aktionen mitzunehmen, seinen Zug entsprechend anzupassen. Es ist von der Einstiegshürde, sag ich mal, sehr dankbar und geht wirklich sehr gut. Was vielleicht so ein bisschen sein könnte, ist, dass die Regeln, wenn man sie nicht wirklich klar strukturiert und einfach erklärt, vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen Familienspieler tatsächlich zu viel sein könnten. Wir haben im Prinzip der Unterschied zwischen Familien- und Nicht-Familien-Variante oder Einsteiger- und Nicht-Einsteiger-Variante.
Wir haben einen vorgefertigten Inselbereich an der Ecke, der auf jedem Board anders aussieht, für den Einstiegsbereich. Und für den komplexeren Bereich bekommt jeder 3 Inselplättchen. Davon nimmt man 2 und eine einzelne fliegende Insel, die auf der einen Seite rosa Kristalle hat, auf der anderen Seite Wälder. Die können wir dann entscheiden, wie rum wir sie legen, die anderen anlegen. Das Tolle ist, dass man zwar anlegen muss nach bekannten Anlegemechanismen immer, aber trotzdem kann man irgendwo wieder eine neue Insel anfangen, kann gucken, gibt es das Teil vielleicht. Es gibt quasi jedes Teil, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau 2-mal. Das heißt, wenn es noch nicht draußen liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, doch relativ groß. Doch aufpassen, die anderen können einem das natürlich im falschen Moment wegschnappen. Oder im richtigen, je nach Perspektive. Gespielt wird, bis auf einem Tableau nur noch ein Feld frei ist. Dann wird quasi das Ende eingeleitet, beziehungsweise dann ist nach dieser Aktion für alle Spieler Schluss. Wenn manche Spieler in dieser Runde noch nicht Startspieler waren oder noch nicht dran waren, dann erhalten diese 2 Punkte Bonus oder als Wiedergutmachung. Dann wird am Schluss groß abgewertet. Es gibt Minuspunkte für nicht belegte Felder. Es gibt Punkte für jedes Feld auf einer abgeschlossenen Insel. Und es gibt Punkte für die noch verfügbaren Arbeiter, gegebenenfalls durch noch entsprechende Sonderwertungen nochmal Punkte. Und so gucken wir am Schluss, wer die meisten Punkte erreicht hat, und der ist quasi der Gewinner von Skylands. Ein schönes Familienspiel, was mir beim Spielen Spaß gemacht hat, wobei ich sagen muss, ich persönlich habe die komplexere Variante mehr gemocht, auch wenn ich da nicht ganz so gut abgeschnitten habe. Da war es einfach so nach dem Motto, ich hätte ein Teilchen gebraucht und bei 2-mal Aufdecken kam das Teilchen nicht und dann lief es halt in die falsche Richtung. Der Glücksfaktor ist durchaus da, aber es ist ein schönes Plättchenlegespiel und ich würde es tatsächlich aktuell sogar einem Carcassonne vorziehen. Wie das Ganze sich dann entwickelt und wie sehr ich das Spiel tatsächlich vielleicht nach 5, 6, 7 Partien noch schätze, das wird sich dann zeigen, wenn wir es selber in Händen halten. Und dann bekommt ihr natürlich auch schnellstmöglich eine genaue Regelerklärung und unser ausgiebiges Fazit. Machen wir weiter mit dem Kennerspiel, mit Bastille. Bastille spielt in der Französischen zur Zeit in der Französischen Revolution. Damit habe ich tatsächlich den Pressetag eröffnet mit diesem Spiel. Das ist ein Kennerspiel, wo man am Anfang denkt, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Die Regeln sind kurz, prägnant, es gibt im Prinzip nur 7 Möglichkeiten, unsere Aktionen, die wir ausführen können. Aber reihum setzt jeder erstmal im Vierspielerspiel 3 Schilde, im Dreispielerspiel 4 Schilde. Diese Schilde haben am Anfang nur den Wert von 1 und 2, ein 2er, der Rest sind 1er Schilde. Und es geht quasi darum, die Mehrheit zu haben, wobei es zählt das höchste einzelne Schild bei einer Aktion. Manche Aktionen haben 2, manche 3, manche 4 Felder, wo Schilde reingelegt werden können. Es bringt uns nichts, 2 Schilde reinzulegen. Beziehungsweise doch, wir dürfen die Aktion 2-mal machen, aber es bringt uns nichts für das höherwertigere Schild. Und dann geht es noch darum, bei Gleichstand, wer zuerst eingesetzt hat, und das war es im Prinzip schon, zumindest vom Mechanismus her. Dann gibt es die Möglichkeit, quasi Geld zu bekommen, Schilde aufzuwerten, kleine Boni zu bekommen, wo man natürlich, wenn man erster auswählt, den für sich besseren Bonus nehmen kann. Kleine Einflussmarker in einen Beutel zu werfen. Ja, es ist ein Beutel mit im Spiel tatsächlich dabei. Wir können auch Karten kaufen bzw. Personen anwerben. Das sind Bauern, Adlige und Soldaten. Die haben nochmal verschiedene Werte, müssen aber auch bewaffnet werden oder bringen zum Teil Waffen mit. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Auftragskarte zu bekommen. Die sucht man tatsächlich komplett aus dem Stapel aus. Das kann natürlich auch das Spiel, den Spielfluss ein bisschen nehmen. Und die letzte Möglichkeit wäre es, in so einer Turmwertung nochmal nach vorne zu rücken. Da geht es dann drum, wer ganz vorne ist, kriegt natürlich als erstes Waffen. Und die Waffen braucht man entsprechend zum Ausrüsten. Sind entsprechend manche Charaktere nicht ausgerüstet, gibt es Minuspunkte am Schlussende. Gespielt wird über 8 Runden, nach 4 Runden gibt es eine Zwischenwertung, nach 8 Runden die große Endwertung. Dabei werden auch diese Klötzchen zufällig aus dem Beutel gezogen, nämlich 5 Stück, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das bringt dann nochmal gewisse Boni, bringt einem nochmal vorwärts. Von den Mechanismen ist es super gut verzahnt, es spielt sich fluffig. Also wir haben echt,
ich gefühlt keine Downtime gehabt. Also man wusste genau, entweder mache ich das oder das, abhängig davon, was mein Mitspieler vorne dran macht. Und dann hat man so seine Aktion gesetzt. Danach hat man quasi von Aktion 1 bis Aktion 7 die ganzen Aktionen durchgemacht. Dann kam noch die Rundenendwertung, dann wurde das Blättchen abgeräumt, neu nachgelegt und zack geht's in die nächste Runde. Das ist kurz, prägnant, flockig, hat aber entsprechend genügend Spieltiefe für ein Kennerspiel, genau das Richtige. Dann gibt es noch durch bereits jetzt schon angekündigte Queenies wird es Möglichkeiten geben, also so kleine Add-on-Erweiterungen, also wirklich kleine Erweiterungen, also so in dieser Größe, dazu komme ich gleich noch, auch für ein anderes Spiel. Da ein bisschen Varianz mit reinzubringen, andere Wertungen bzw. andere, eine andere Schlusswertung letztendlich, was auch nochmal dann das Spiel ein bisschen variiert und ein bisschen Vielfalt bringt. Und dann zum dritten Spiel. Das dritte Spiel ist quasi das komplexeste Spiel. Dabei handelt es sich um Franchise. Franchise ist eine überarbeitete Neuauflage des alten Klassikers Pfeffersäcke, den ich bislang nicht kannte. Der Autor Christwart war selbst vor Ort beim Event, hat selbst das Spiel erklärt. Wir haben auch ein Interview mit ihm geführt. Das könnt ihr am Donnerstag sehen. Ja, es war interessant, weil das Spiel von der Optik erstmal so ein bisschen vom Artwork von außen und auch von den Spielertableaus an von den 60er-Jahres-Stil so ein bisschen an Food Chain Magnet erinnert. Das Thema erinnert an Food Chain Magnet. Der Ausbreitungsmechanismus erinnert an Funkenschlag, aber das war's dann auch schon. Ist echt ein interessantes Spiel, wo ich am Anfang dachte bei den Regeln, holla die Waldfee. Gar nicht so, ohne das alles auf dem Schirm zu behalten, dann spielt sich's trotzdem sehr eingängig, sehr strukturiert und von den Möglichkeiten, die man hat zu taktieren, ist es cool. Es kann von Vorteil sein, wenn man sich behagt und das geschickt ausnutzt. Es kann aber auch von Vorteil sein, so wie ich es gemacht habe. Ich habe mich, es ist quasi die USA-Karte, und ich habe mich im Westen komplett allein aufgehalten und ich dachte so, oh, das wird schwer. Werden denn die Regionen überhaupt gewertet? Weil es gibt quasi Stadtwertungen, sobald wenn eine Stadt entweder komplett voll ist oder ein Spieler die absolute Mehrheit hat, und zwar absolut in Form von wirklich absolut und nicht theoretisch. Das heißt, ich muss mehr als die Hälfte drin haben, unabhängig davon, was die anderen drin haben. Dann wird die Stadt gewertet, das bringt mir Siegpunkte. Aber je nachdem, wer noch alles in der Stadt mit drin sitzt, bleiben den anderen seine Häuschen alle stehen in der Stadt, von mir aber nur eines. Und das kann wieder für die Provinzwertung, wenn es dann darum geht, wer hat die meisten Häuschen in einer Provinz, ganz schön knapp werden. Das Spiel als solches hat sich dann ja doch relativ gut und flüssig gespielt. Gespielt wird quasi bis 8 der 10 Provinzen gewertet sind und dann endet das Spiel sofort. Ja, es kann natürlich auch passieren, dass dass eben im Spielzug des Spielers, der die 8. Provinz wertet, auch noch die 9. gewertet wird. So war es bei uns nicht. Nee, genau, wir haben die 8. als Einzelprovinzwertung gehabt. Und es war halt wirklich so, es hat sich beim Spielen nicht mehr so komplex angefühlt und angehört als die Regeln am Anfang. Die sind vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie man die tatsächlich perfekt runterbrechen kann, um das möglichst kompakt zu erklären, möglichst schnell, möglichst flockig, ohne irgendwie zu viel Overhead. Also wirklich die Regeln runterbrechen, damit es einfacher wird zum Losspielen. An sich die Grafik vom Spielbrett für mich so ein bisschen eher schockierend, verschreckend, sehr knallige Farben. Mal gucken, wie es dann im finalen Druck rauskommt. Denn alles, was ihr jetzt gesehen habt an Bilder, waren nur quasi Handmusterexemplare. Das war zwar von der Grafik alles final, aber das Material natürlich noch nicht. Deswegen passen manchmal auch die Farben der Klötzchen und der Marker noch nicht ganz zum Spiel. An sich haben mir alle drei Spiele tatsächlich gut gefallen. So vom Ding her würde ich sagen, Bastille und Franchise natürlich mit ein bisschen mehr Wiederspielreiz für mich persönlich. Wobei ich sagen muss, dass Skylands so als Warm-up-Absacker-Familienspiel eine ziemlich gute Figur in diesen zwei Partien hingelegt hat. Das bleibt dann natürlich abzuwarten, wie sich das dann mit mehr Partien entwickelt. Wir haben final noch ein Exemplar Expedition Luxor mitbekommen, die Neuauflage von dem Klassiker von Rüdiger Dorn, Raubritter. Das werde ich mir in Kürze auch anschauen. Dann natürlich mit Regelerklärung, wenn es gut läuft, kommt es schon innerhalb der nächsten Woche. Was definitiv
noch diese Woche kommt, sind die Vorstellung und Erklärung zu den Queenies von Luxor. Ihr wisst, Luxor hat bei mir ziemlich gut abgeschnitten als Familienspiel. Ich finde es ein absolut klasse Spiel, was eigentlich nichts falsch macht und einen super hohen Wiederspielwert hat. So ein paar kleine Kniffe, wo ich denke, dass durch die Queenies das ein oder andere besser wird. Da hätte ich einmal das Exklusiv-Queenie und Queenie 1 bis 4, die ich euch alle noch vorstellen werde. Werdet ihr regeltechnisch vorstellen, ist relativ einfach, euch einfach das Material zeigen und sagen, was es so verändert und was es dann bringt im Spiel tatsächlich. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr in Essen dann bei Queen Games vorbeigeht und tatsächlich euch das vielleicht holt für euer Luxor. Ja, vielleicht noch abschließend zwei, drei Worte. Viele haben ja auf dem Schirm Queen Games schon so lange mit dabei tatsächlich im Bereich Brettspiele, nämlich schon, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe, 29 Jahre, nächstes Jahr großes Jubiläum und man hat den Verlag größer im Kopf, als er tatsächlich ist. Ich habe am Sonntag lernen müssen, dass Queen Games tatsächlich nur 8, wenn ich mich nicht vertue, Mitarbeiter hat und das ist doch ein wirklich kleiner Verlag und es zeigt natürlich auch, das ist mit ein Grund, warum Queen Games auch Kickstarter als Plattform nutzt. Letztendlich hauptsächlich auch als Werbeplattform. Es geht nicht um das Finanzielle, sondern einfach um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und so geht man quasi den Weg über Kickstarter, obwohl die Spiele definitiv in den Laden kommen. Ja, das ist quasi nur ein Zusatz-Add-on, nicht ein stattdessen. Der Vertriebsweg wird trotzdem bleiben. Ihr werdet trotzdem in eurem gut sortierten Spielefachhandel weiterhin Queen Games Titel finden und diese nicht über Kickstarter backen müssen. Ja, das war soweit mein Rückblick, meine Zusammenfassung zum Queen Games Pressetag. Es hat mich sehr gefreut, dass wir dort sein konnten und ich hoffe, ich konnte euch nochmal so ein bisschen einen Überblick geben. Ich kann euch auch empfehlen, schaut auch das Rückblick- und Zusammenfassungsvideo an, was Georg zusammen mit Lutz und Silvester von Spielkult gedreht hat. Auch sehr interessant, weil die drei einfach so ein bisschen über die Spiele philosophiert und gesprochen haben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Haut in die Tasten, wir freuen uns über Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in Kürze, wenn ich euch die Queenies vorstelle. Oder Expedition Luxor. Oder auch was ganz anderes. Macht's gut und bis bald.